Soundquiz. Welche Fragen mussten denn die Kleinen da lösen? Wie der Name sagt, sie müssen versuchen, gewisse Sounds auf den verschiedenen Karten zu finden. Das ist ein Start-Pad praktisch. Okay. Wie funktioniert jetzt der neue Tiptoy Create? Also beispielsweise, wie macht ein Hirsch? Mhm. Wie macht der Hirsch? Und jetzt gibt es keinen Punkt. Nein, weil ich habe es ja jetzt nur demonstriert. Es funktioniert folgendermaßen. Wir reden über Tiptoy Create. Und Tiptoy Create bedeutet, dass der neue Tiptoy-Stift ein Mikrofon hat. Ich habe mich angemeldet, drücke nun auf das Zeichen, tippe hier an und jetzt kann ich aufnehmen, indem ich hier auf den blauen Mikrofon mache. Und wie macht dann ein Hirsch? Dann kann ich es hier wieder abspielen. Und was sagt der Spielstand jetzt? War es richtig, oder? War richtig. Das ist ja ein Teil des Spiels. Das heißt, man ordnet ganz vielen Soundkarten verschiedene Geräusche zu und dann müssen die Kinder wieder anhand der Geräusche das jeweilige Bild finden. Ah, okay. Sehr interessant. So funktioniert das. Wir kommen bei Tiptoy Create mit insgesamt 3 neuen Büchern auf dem Markt, ein Spiel, ein Starter-Set und was ganz Neues bei Ravensburger Stickerbögen. Das Tolle bei den Stickerbögen ist, dass die Kinder einfach die Sticker genauso besprechen können und dann beispielsweise den Eltern sagen können, heute bin ich nicht in mein Zimmer gekommen, ich bin sauer. Dann wissen die Eltern schon Bescheid, bevor sie überhaupt die Zimmertür öffnen. Okay. Das, wenn es früher schon gegeben hätte. Genau. Was kostet mich als Eltern dieses Spiel? Wenn Sie es in einem Starter-Set kaufen, mit Buch und Spiel, kostet insgesamt 50 Euro und das Spiel etwa 20 Euro. Das geht ja auch. Genau. Man kriegt auch was dafür und das Tolle ist, die Kinder können selbst kreativ werden. Das heißt, sie können eigene Geschichten entwickeln, sie können eigene Tiergeräusche aufnehmen. Somit fördern wir wirklich die Kreativität der Kinder. Tolle Sache. Viel Erfolg damit. Danke.